Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Nach dem Intro geht's direkt los mit der Folge, wo wir auch weiter an unserem Farmhaus bauen werden mit Mühle dran. Let's start again. Damit wir weitermachen können, müssen wir zuerst einmal gucken, dass wir noch ein bisschen Cobblestone? Ne, müssen wir nicht mehr holen. Dass wir noch ein bisschen Holz holen erstmal, denn jetzt werden wir erstmal die erste Schicht reinziehen, also den Boden quasi. Und ich muss Fackeln mitnehmen, denn ich muss den Keller ausleuchten. Und die Kamera ist heute mal an im Video. Ich habe nicht vergessen, sie anzuschalten, so wie gestern. Und deswegen könnt ihr auch meine neue Frisur begutachten, die ich heute nicht gemacht habe. Aber das Gute bei der Frisur ist jetzt, auch wenn ich mir die Haare nicht gemacht habe, sehe ich nicht aus wie ein Dulli. Wobei, ich sehe eigentlich immer aus wie ein Dulli, ne? Ja gut, Kevin, alles klar, dann hätten wir die Frage auch geklärt. Ja, liebe Freunde, es gab gestern und vorgestern keinen Livestream. Heute wollte ich gerne versuchen zu streamen. Müssen wir aber mal schauen, denn wenn das Video online geht, werde ich wahrscheinlich übrigens den Greenscreen, habe ich mit Absicht aus, falls ihr euch wundert, ne? Ich habe den Greenscreen aus, weil der immer so am Krizzeln ist und mich das ein bisschen nervt. Ich werde heute nämlich ein bisschen was vorbereiten müssen. Am Samstag kommen ja meine Eltern und meine Tante und mein Onkel, weil meine Freundin hatte ja Geburtstag und wir feiern den Geburtstag von ihr noch nach. Und deswegen, ich bin ein bisschen was am Vorbereiten, denn es wird irischen Rindertopf geben. Und ich muss da alles vorbereiten. Ich mache heute quasi den Rinderfond, den setze ich an. Und das möchte ich gerne heute machen, weil morgen werde ich dann den Schmortopf quasi ansetzen. Und der soll dann einen Tag auch gut durchziehen können. Und deswegen bin ich heute ein bisschen auch noch mit Kochen beschäftigt. Deswegen, es kann sein, dass der Stream heute noch nicht pünktlich um, ich sag jetzt mal, 14 Uhr starten wird. Aber ich hatte mir eigentlich feste vorgenommen, heute auf jeden Fall, in jedem Fall, zu streamen. Müssen wir mal gucken, ob ich das alles so hinkriege, wie ich es vorhabe. Ansonsten spätestens morgen wird es, denke ich mal, einen Livestream hoffentlich geben. Hoffe ich zumindest, Leute, ja. Ansonsten ist nicht so schlimm. Dann habe ich jetzt mal eine etwas kleinere Pause gehabt, um mal ein bisschen wieder Energie zu tanken. Ich muss nämlich sagen, die Lust, wieder Craft Attack zu streamen und so, die baut sich gerade wieder auf. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ich wirklich so eine unkreative Phase habe, weil das passiert halt einfach mal, wenn man den ganzen Tag zockt und so. Es gibt natürlich auch mal die Phasen, wo man nichts zum Spielen hat. Und ich muss jetzt sagen, ich habe die letzten 2-3 Jahre echt ordentlich immer durchgepowert, dann fehlt einem irgendwann auch ein bisschen der Elan und die Motivation. Und es macht ja keinen Sinn zu streamen, wenn ich eigentlich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, was ich spielen soll und somit keinen Bock habe. Mir fehlt einfach momentan ein Spiel, was ich gerne zocke, weil das, was gerade rauskommt, alles interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Vor allen Dingen diese Battle Royale Games, habe ich ja schon gestern im Video erklärt, das ist halt absolut einfach nicht mein Fall. Und deswegen, also wenn Hytale kommt, ich denke, da werde ich auf jeden Fall wieder richtig, richtig hart Vollgas geben. Und das wird ein Spiel sein, was mich wieder über, ja, bestimmt ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre, feste fesseln wird, weil da werden haufenweise Mods und so, denke ich mal, auch nach kürzester Zeit kommen, die dann auch immer wieder dem Ganzen die Lust verleihen, erneut zu spielen. Also da habe ich richtig, richtig hart Bock drauf und freue mich auch schon sehr drauf. Und deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. So, und wir tun jetzt hier alles erstmal schön mit Boden verlegen. Sehr geil, Leute. Das wird eine richtig nice Hut, glaubt mir. Oh, wir müssen wieder ein bisschen Holz machen. Ist das... Oh, das sind Dark Oakwood Planks. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht genügend Fichtenholz. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen was besorgen. Das wird nicht ausreichen, was ich jetzt habe. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, Leute, dass wir da noch ein bisschen was beschaffen. Aber da hinten sind ja auch noch ein paar Fichten. Die kann ich dann gleich noch schön abholzen. Ansonsten sollte ich mal gucken, dass ich wirklich mal in so ein Fichtenbiom fliege oder so und da mal ganz viel Holz besorge. Denn die immer anpflanzen und abholzen, das ist auf Dauer auch ziemlich nervig. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich das dann mal in einem Livestream. Also ich habe auf jeden Fall vor, das Gebäude hier in einem Livestream noch fertig zu bauen. Da wollte ich mal gucken. Weil ich denke, das werde ich jetzt von Folge zu Folge zwar immer weiter bauen, aber müssen wir mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber ihr werdet sehen, Leute, auch größere Gebäude, die schafft der Kevin zu bauen. Auch wenn ihr immer bezweifelt, dass ich sowas kann. Ihr werdet sehen, das wird ein richtig, richtig nices Haus werden, was ich hier baue. Das wird am Ende wirklich geil aussehen. Ich habe mir da einiges vorgenommen und ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich das Ganze bauen werde. So, wir holen jetzt erstmal schnell ein bisschen Raketen noch, damit ich dann mehr fliegen kann wieder.
Boah, hier alle Raketen leer sind und ich dann gar keine mehr habe. Gehen wir mal schnell ins Lager, holen wir ein paar Raketen und dann werden wir schnell ein bisschen Fichtenholz holen. Aber ansonsten, mir geht's wirklich richtig gut, Leute. Wirklich. Also ich habe die letzten 2-3 Tage so ein bisschen auch mal genossen. Zeit mit der Julia verbracht, die wir jetzt vielleicht nicht verbringen konnten, dadurch, dass wir immer so viel zu tun hatten und alles, ne? Und wir haben auch vieles geschafft und so. Ich bin echt, also muss sagen, schon sehr, sehr gut erholt. Vielleicht sieht man mir das auch so ein bisschen an, dass ich erholt bin. Aber es tut einfach auch mal gut, ein bisschen ein klein wenig Pause zu machen. Muss ja auch mal sein. Man muss zum Arbeitstag, muss man auch mal ab und zu sich einfach mal einen Ausgleich gönnen. Auch als selbstständige Person. Das ist einfach super, super wichtig. Weil sonst, irgendwann wird sich das rächen. Das wird sich rächen irgendwann. Das darf man nicht unterschätzen. So, das sind zwar nur kleine Bäume, ist aber auch nicht so schlimm. Da kriegen wir trotzdem ordentlich Holz raus. Gucken, wie viel das insgesamt am Ende ist. Dann kann ich nämlich weiter den Boden gleich noch machen. Ansonsten fliegen wir schnell in ein Fichtenbiom. Ich weiß, dass hier irgendwo in der Nähe eins sein müsste. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir haben jetzt 25 Fichtenholz. Ich meine, dass da in die Richtung ein Fichtenbiom ist. Wir fliegen da jetzt einfach mal in die Richtung, Leute. Dann gucken wir mal, ob wir da eins finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier mal Fichten abgebaut hatte in der Richtung. Ich weiß nur nicht genau zu 100% mehr wo. Deswegen fliege ich jetzt einfach mal ein bisschen random. Aber ihr seht, ich habe recht. Hier ist ein Fichtenbiom, wie ich es gesagt habe. Oh, und wir versuchen jetzt direkt hier auf so einem großen Baum zu landen. Weil da kriegen wir natürlich ordentlich Holz dann. Da können wir jetzt ordentlich Holz holen aus so einem großen. Sehr schön. Die eignen sich perfekt zum Holz abbauen. Da gibt es nämlich jede Menge Holz dann. Ja gut, da schwebt jetzt ein bisschen was in der Luft. Ist aber nicht so schlimm. Zack. So, jetzt nicht mehr. Werden wir hier weiter abbauen. Hier muss ich ganz kurz ein bisschen Dirt entfernen. So, und dann bauen wir den nämlich jetzt hier nach oben hin ab. Da komme ich sogar prima an das ganze Holz ran, weil hier geht es immer ein Stück höher. Das ist gut. Und dann haben wir nämlich jetzt schon wieder gleich einen Stack Holz. Ohne Probleme mal eben uns so gegönnt. Nice Sache auf jeden Fall. Das können wir gut gebrauchen. Da holen wir uns nämlich jetzt hier auch nochmal ein bisschen Holz. Das haben wir dann nämlich auch direkt am Stissel hier. Und dann können wir das hier auch noch uns schnell holen. So, dann haben wir das auch und da haben wir auch nochmal ein bisschen Bäume, die können wir dann abholzen. Und dann sollte das Holz auch, was wir gleich haben, dicke reichen. Also da kriege ich ja immer 4 Planks aus einem Holz, das sollte auf jeden Fall ausreichen für den Boden. Wobei, ich hatte mir eigentlich überlegt, den Boden ein bisschen rustikaler zu machen, nur da müsste ich ganz, ganz viele Stämme abbauen. Naja, vielleicht werde ich das noch ändern, müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir das noch ändern, wenn ich das Haus erstmal einigermaßen weit habe. Wobei, ich könnte auch überlegen, so viele Stämme zu holen, dass es passt am Ende. Und da müsste ich richtig, richtig viel Holz jetzt holen in der Folge. Ich glaube, das machen wir lieber erstmal nicht. Das kann ich ja immer noch später oder im Livestream oder so austauschen. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich muss auf jeden Fall dran denken, den Keller gleich noch auszuleuchten. Das darf ich definitiv nicht vergessen, weil wenn ich das vergesse, dann habe ich ein Problem. Dann sind da nämlich gleich überall Monster unten drin. Und ich glaube, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Fliegt mal weiter hier lang. Aber eigentlich müsste das richtig sein, oder? Hier ist Schneegebiet. Oh Gott. Ich hoffe, ich verfliege mich gerade nicht, Leute. Das sieht nämlich danach aus, als wenn ich mich verflogen habe. Okay, dann müssen wir einfach nur gucken, dass wir so in Richtung 00 fliegen. Da in die Richtung ist ja unsere Stadt, das weiß ich. Und fliegen wir jetzt mal da in die Richtung. Ich glaube, so rum ist richtig. Ja, das sieht schon eher nach der richtigen Richtung aus hier. Boah, hier ist auch ein hoher Berg, ne? Heidewitzka, ey. Hier sind auch teilweise richtig hohe Berge bei. So, und dann fliegen wir jetzt weiter. Hier ist der Sumpf. Ja, jetzt bin ich richtig. Jetzt müsste ich gleich bei der Stadt rauskommen. Da müsste jetzt Revi sein Zeug gleich kommen und meins. Ja. Naja, da sind schon die Felder. Okay, doch nicht verflogen. Perfekt. Zum Glück habe ich mir die Koordinaten ein bisschen gemerkt. So, okay. Ja gut, also Leute. Ich würde sagen, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich gehe jetzt hin. Zack, zack, zack. Ich setze jetzt hier überall so ein bisschen Fackeln erstmal hin. Weil wie gesagt, hier, das wird eh sowieso so ein Kellerbereich. Ja. So. Ich wollte schon sagen, ich habe doch 64 Fackeln mitgenommen. Können doch nicht schon leer sein, die paar Fackeln hier. Und dann werde ich jetzt gleich mal so eine Reihe mit dem Holz machen. Ich glaube, das wird besser aussehen. Weil ich finde, dieses gehäutete Holz, das sieht irgendwie... Ja, das hat so ein bisschen mehr Optik für den Boden, ne? Das sieht einfach schicker aus, meiner Meinung nach. Ah, Mist. Ah, da komme ich nicht so hoch. Okay, da müssen wir kurz gucken, dass wir uns hier rausbauen. Bip, 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 bip.
So, dann nehmen wir die so. Zack, zack. So, und dann springen wir hier so und dann zack. Wupp, 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 wupp. So, und dann nehmen wir hier jetzt mal ein paar Stämme. Und dann setze ich die jetzt mal hier an und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Und zwar, Leute, wir könnten in der Theorie hingehen und könnten jetzt hier alles, also diesen Holzrahmen außenrum, den würde ich auf jeden Fall lassen. Weil das sieht dann besser aus, ja? Das heißt also quasi, wir lassen hier drumherum diesen ganzen Rahmen, ne? Ich würde dann hier quasi das ganze Holz wieder abreißen. Das kann ich ja nachher einsammeln, das kann man dann immer noch in einem oberen Stockwerk verbauen. Aber ich glaube hier im unteren, ich glaube besser aussehen würde das wirklich, wenn ich hier komplett alles mit so einem Holz mache. Ist natürlich eine gewisse Arbeit, aber gar kein Problem, ey. In einem Livestream eine halbe Stunde haben wir das fertig, Leute. Und dann sieht es dafür tausendmal geiler aus. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist halt wie richtiges Laminat so, ne? Das sieht dann schon ein bisschen rustikaler aus, das Ganze. Ich glaube, das machen wir auch lieber. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich besser findet, weil ich finde, dieses Holz hier ist halt sehr eintönig. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich schon so lange Minecraft spiele, dass man das einfach so oft gesehen hat, dass man es nicht mehr sehen kann. Und dann würde ich auch sagen, liebe Freunde, wir sind schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ihr stimmt ab am besten. Schreibt mir in die Kommentare eure Empfehlung. Was würdet ihr empfehlen? Eher Planks oder die Stämme, die gehäuteten? Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Craft Attack 6 wieder. Ich würde mich an der Stelle freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Genauso auch Feedback in den Kommentaren unten. Und vor allen Dingen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, wenn euch die Videos gefallen, und aktiviert vor allen Dingen die Glocke, damit ihr immer Bescheid bekommt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Craft Attack 6 wieder. Bis dahin, haut da rein und denkt dran, stream heute relativ spontan. Macht's gut, tschüss!